Schauen Sie sich das einmal an. Über 240 internationale Aussteller von Raya, Marabu oder Schminke machen die Creative World zur, na eben, größten Kreativmesse der Welt. Hier findet man alles zum Thema Hobby, Künstler und Bastelbedarf und noch viel mehr, oder Herr Reichold? Ja, mittlerweile hat sich die Creative World als der Impulsgeber für die Branche herauskristallisiert und das nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Wenn man sich hier umschaut, sieht man, fast an jedem Stand wird gebastelt und die neuen Materialien werden ausprobiert und die neuen Techniken werden ebenfalls ausprobiert. Uns freut es sehr, dass sehr, sehr viele Hersteller mittlerweile speziell für den Januartermin ihre Innovationen herstellen und die exklusiv hier bei uns zeigen. Und das macht die Veranstaltung natürlich besonders besuchenswert. Das ist wirklich toll, was hier alles los ist, wie viel hier los ist und wer alles gekommen ist. Reden wir einmal kurz über das Thema Markenvielfalt auf der Creative World 2013. Als einziges Defilé, kann man sagen, oder? Wer kommt alles? Ja, man kann zunächst mal sagen, dass alle Marken in der Branche hier sind, vertreten sind. Ob das ein Raya ist, ein Haider ist, ein Marabu ist oder ob das Rico Design ist. Und so könnte ich sie alle nennen im Grunde genommen, weil sie einfach alle da sind. Aber das Salz in der Suppe sind natürlich auch die vielen kleinen Unternehmen, die eben mit ganz, ganz neuen Produkten, mit ganz, ganz neuen Entwicklungen hier ausstellen. Die Creative World glänzt natürlich auch durch ein tolles Rahmenprogramm. Wir sind hier gerade im Areal von der Trendschau. Was genau verbirgt sich dahinter und was gibt es noch für Rahmenprogrammangebote? Also die Trendschau ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Creative World und das schon seit Anbeginn. Wir haben ein Frankfurter Stilbüro beauftragt, mit den Materialien und den Techniken von unseren Ausstellern eben die neuesten Trendaussagen für die Branche zu kreieren. Und das stellen wir dann jeweils in verschiedenen Arten hier auf der Trendschau vor. Vielen Dank, Herr Reichold, für die interessanten Einblicke. Wir hatten gerade noch die Möglichkeit, mit Herrn Pulst, Vorsitzender des Verbandes Hobby Kreativ, zu sprechen. Hier seine Einschätzung zur Creative World 2013. Die Creative World ist Pflicht. Da kann kein Einzelhändler wegbleiben. Er muss wissen, was tut sich. Er muss vergleichen können. Und das kann er auf einer Messeplattform.